halten aus dem einfachen Grunde, wenn wir zum Beispiel mit unserem Ellbogen irgendwas berühren, haben wir keine Sensibilität. Ja, wir können zwar unbedingt ungefähr erkennen, ob das hart oder weich ist, aber mehr könnten wir damit nicht ertasten. Machen wir mit unseren Fingerspitzen etwas, fassen wir damit etwas an, haben wir ein viel feineres Gefühl mit der kleinen Oberfläche. Die Zunge der Schlange ist deswegen gespalten, weil sie durch die Aufnahme von Duftmolekülen von aus der Luft heraus durch die Gespaltenheit eine viel bessere Sensibilität, eine viel bessere Aufnahme hat, diese Moleküle, diese Duftstoffe in einem bestimmten Organ, in der Gaumenplatte, dem Jacobsonschen Organ, in ein Bild der Umgebung umwandeln zu können. Denn das Sehvermögen der Schlange ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt gut. Auf ca. 2 bis 3 Meter können Schlangen Schattierungen, Bewegungsabläufe, Schwarz-Weiß-Formate erkennen. Aber so ein richtiges Bild ergibt sich da über das Blickfeld der Schlange nicht. Und durch das Züngeln kann die Schlange schmecken, ob sich Feinde in der Nähe befinden. Durch das Züngeln können sie schmecken, ob Wasser, Paarungspartner oder auch Futter in der Nähe ist. Und auch wenn sie sich im Geäst von Bäumen befinden, können sie die Entfernung zu einem anderen Gegenstand, zu einem anderen Ast zum Beispiel, den sie erreichen möchten, über das Züngeln einschätzen und dann entscheiden, ob sie mit der Körperlänge in der Lage sind, diesen anderen Gegenstand überhaupt zu erreichen. Ja? Sehr schöne Frage.